Ab dem 1. Januar 2025 wird Stück für Stück die E-Rechnung eingeführt. Was bedeutet das? Wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen betreibst, dann ist in Zukunft geregelt, in welchem Dateiformat du deine Rechnungen ausstellen musst. Es ist ja bis heute schon geregelt, was in so einer Rechnung stehen muss. Also Datum, Rechnungsnummer, Leistungszeitraum, Rechnungsempfänger, leistendes Unternehmen und so weiter. All das ist schon im Umsatzsteuergesetz geregelt. Was bisher aber noch nicht geregelt war, in welchem Dateiformat musst du eigentlich diese Rechnungen ausstellen? Papier oder PDF oder offene Word-Datei oder mit einem Kugelschreiber auf eine Serviette geschrieben. All das ist rechtlich grundsätzlich soweit erstmal nicht zu beanstanden. Bis heute. In Zukunft gibt es vor allem zwei Rechnungsformate, die du verwenden kannst. Und zwar einmal die X-Rechnung und einmal die Zugpferdrechnung. Und damit wird die Rechnungsstellung grundsätzlich natürlich nicht einfacher. Ganz viele von euch schreiben tatsächlich ihre Rechnung noch mit Word oder Excel. Und das wird in Zukunft immer schwieriger. Und deswegen gibt es jetzt durchaus Sinn, sich einmal einen Überblick darüber zu verschaffen, wie kann man eigentlich in Zukunft seine Rechnungen im E-Rechnungsformat ausstellen. Und ein Anbieter, den ich euch da empfehlen kann, ist Safdesk. Und Safdesk hat zwei Möglichkeiten, wie du deine E-Rechnungen schreiben kannst. Und das zeige ich dir einfach mal, indem ich dich mit auf meinen Bildschirm nehme. Wir befinden uns jetzt auf der Webseite von Safdesk. Und zwar unter safdesk.de/E-Rechnungsgenerator. Ich packe dir den Link dazu auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und das ist ein kostenloser E-Rechnungsgenerator. Das heißt, du musst dich nicht einmal anmelden. Also brauchst kein Safdesk-Account, um das zu bedienen. Und zwar scrollen wir hier einmal nach unten und dann sehen wir, dass hier so eine Eingabemaske ist. Das heißt, du kannst einfach hier auf der Webseite eine E-Rechnung erstellen. Und wenn du selbstständig bist und jetzt so ein bisschen genervt bist von dieser E-Rechnungspflicht, weil da jetzt unnötige Kosten entstehen und du ja nur so 2, 3, 4 Rechnungen im Jahr stellst, ja, dann lohnt sich nicht wirklich ein professionelles Buchhaltungsprogramm. Da bin ich ganz bei dir. Und wenn du jetzt Excel und Word nicht mehr benutzen kannst, was kannst du sonst benutzen? Die Antwort ist diesen E-Rechnungsgenerator. Da kannst du einfach über die Webseite alle deine Daten angeben, dein Name, die Bankkontoverbindung, deine Adresse, das Land, die E-Mail, deine Steuernummer, deine Telefonnummer, Umsatzsteuer-ID. Du kannst die ganzen Informationen von deinem Kunden hier eintragen, das Rechnungsdatum, das Zahlungsziel und natürlich reinschreiben, über welche Produkte oder Dienstleistungen du denn da die Rechnungen ausstellst und dann kannst du tatsächlich hier kostenlos E-Rechnungen erstellen. Das Problem bei diesen Generatoren ist, dass eine Rechnung in der Regel ja nicht im luftleeren Raum hängt, sondern du machst sie ja in der Regel als Teil der Buchhaltung. Du musst ja irgendwie auch noch überprüfen, wird die Rechnung bezahlt, du musst die Umsatzsteuer, die in dieser Rechnung enthalten ist, irgendwie in eine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt übermitteln. Gleichzeitig erhöht diese Rechnung deine Einnahmen in deiner Einnahmenüberschussrechnung und diese Einnahmenüberschussrechnung brauchst du dann wieder, um deine Steuererklärung zu machen. Das heißt, eine Rechnung ist ja nicht ein vollkommen losgelöstes Dokument und tatsächlich auch die GOBD-konforme Archivierung. Du kannst hier zwar ein Dokument erstellen, das ist rechtlich auch in Ordnung. Du musst Rechnungen aber so aufbewahren, dass sie unveränderlich sind, also revisionssicher. Und damit musst du dich selbst auseinandersetzen, wenn du so einen Generator benutzt. Meine Empfehlung ist also, wenn du so vielleicht 2 Rechnungen pro Monat schreibst, dann lohnt sich in der Regel schon ein professionelles Buchhaltungsprogramm. Das erledigt nämlich all die ganzen Dinge, die ich erwähnt habe. Und wir schauen uns einfach mal an, wie die E-Rechnung-Erstellung aussieht, wenn du einen Safdesk-Account hast. Übrigens, wenn du jetzt denkst, dass Safdesk eine ganz gute Lösung ist, dann kann ich dir erstens sagen, ja, es ist eine echt super Lösung und zweitens, schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei, hier ist es auch eingeblendet, mit dem Code STEUERFIT50 kriegst du 50% Rabatt auf ein Abo bei Safdesk. Deswegen check da mal die Videobeschreibung aus. Wir befinden uns jetzt in meinem Safdesk-Account. Das heißt, so sieht das Ganze aus, wenn man sich bei Safdesk einloggt. Hier sehe ich schon einmal meine Einnahmen, Ausgaben und unterschiedliche Übersichten, aber wir wollen ja Rechnungen schreiben. Und Rechnungen schreiben kann man unter dem Menüpunkt Rechnungen. Wer hätte das gedacht? Dann sehe ich einmal die Übersicht über die bisher erstellten Rechnungen und hier oben rechts klicke ich einfach einmal auf Rechnungen erstellen und dann sehe ich eine Maske, die ähnlich aussieht wie die Maske von dem E-Rechnungsgenerator. Wir können hier oben einfach einmal den Schalter umlegen und dann wird die Rechnung, die ich hier erstelle, eine E-Rechnung. Und wir schauen uns einmal, was sich ändert. Gar nicht so wahnsinnig viel.
außer eine E-Mail-Adresse vom Kunden. Ist auch relativ logisch, weil ich eine E-Rechnung nicht ausdrucken kann und per Post verschicken kann. Das heißt, bei einer E-Rechnung brauche ich zusätzlich noch die E-Mail-Adresse und mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. Und am besten machen wir das Ganze einfach mal zusammen. Und das Schöne bei Safdesk ist, dass ich meine Kunden anlegen kann. Das heißt, die ganzen Stammdaten habe ich einmal angelegt und wenn ich jetzt eine zweite, dritte, vierte Rechnung an diesen einen Kunden schicke, dann muss ich das nicht jedes Mal neu ausfüllen. Und zwar gehe ich hier einfach einmal auf Text Digital GmbH und ich bekomme eine ganz schöne Meldung. Und zwar fragt er mich, ob er Daten übernehmen möchte. Das heißt, er merkt, an diesen Kunden wurde schon einmal eine Rechnung ausgestellt und das spart mir natürlich wahnsinnig viel Zeit. Das Ganze ist nicht möglich mit irgendwelchen Generatoren. Und ich sehe das Ganze hier schon einmal, Text Digital, Hauptstraße 22 in Frankfurt am Main. Die E-Mail-Adresse fehlt noch, die schreibe ich hier einmal ganz kurz rein. Hier oben rechts haben wir noch einige Informationen, die wir einstellen können. Und zwar einmal das Rechnungsdatum, das können wir hier auswählen, zum Beispiel den 5. November 2024. Und dann das Lieferdatum, also das Leistungsdatum, oder den Zeitraum. Also wenn es ein längerer Zeitraum war, weil es zum Beispiel für die Leistung im Oktober war, könnte ich jetzt den gesamten Oktober auswählen und dann ist der Leistungszeitraum auch richtig angegeben. Dann kann ich hier die Rechnungsnummer angeben. Wichtig, die Rechnungsnummer muss eine fortlaufende Nummer sein. Und ich kann hier quasi die Systematik der Rechnungsnummer auch noch einstellen mit so Platzhaltern, Variablen und dann benutzt er quasi mein Format, wie ich diese Rechnung erstelle. Brauche ich nicht. Ich bin vollkommen fein, wenn er das Ganze so macht. Ich könnte eine Referenznummer angeben, damit mein Kunde das bei sich zuordnen kann, ist in meinem Fall jetzt nicht notwendig und dann das Zahlungsziel. Das heißt, ich gebe hier einfach zum Beispiel an in 14 Tagen oder in 30 Tagen und dann ergänzt er das Ganze hier beim Datum. Dann ist hier einmal die Headline und die Anschrift und so weiter und hier hat er schon Informationen übernommen. Das heißt, Digitalisierungsberatung habe ich offensichtlich schon einmal gemacht für das Unternehmen Text Digital GmbH. 3 Tage, in dem Fall ist es aber 1 Monat, den ich ja pauschal gemacht habe und zwar einmal pauschal 1 Monat für, ich bin teuer, natürlich bin ich teuer, 5.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer. Jetzt könnte ich eventuell noch sagen 20% Rabatt, weil ich nicht nur teuer bin, sondern auch nett zu meinen Kunden bin. Das heißt, insgesamt rechne ich 4.000 Euro ab plus 19% Umsatzsteuer sind 4.760 Euro, denn den Fußtext, das kann ich hier noch irgendwas Nettes reinschreiben. Und hier unten kann ich noch weitere Informationen angeben, wie zum Beispiel die Währung, ob ich Skonto gewähre, ob es eine umsatzsteuerpflichtige Leistung ist, ob es eine Ausfuhr ist in der gemeinschaftlichen Lieferung und so weiter. Das ist dafür wichtig, um festzulegen, auf welches Erlöskonto quasi dieser Umsatz gebucht wird. In dem Fall ist es einfach umsatzsteuerpflichtiger Umsatz. Das heißt, das Ganze ist schon mal richtig. Ich könnte jetzt hier die interne Kontaktperson noch auswählen und ich kann hier auch nochmal ganz direkt einfach ein Erlöskonto angeben. Also wenn ich für bestimmte Leistungen andere Erlöskonten verwenden möchte, dann könnte ich das einrichten bei Safdesk und dann könnte ich hier das Erlöskonto auswählen. Safdesk ist meines Wissens das einzige Cloud-Buchhaltungsprogramm, wo ich abweichende Erlöskonten selbst reinschreiben kann. Gerade wenn ich mit dem Steuerberater zusammenarbeite und der jetzt sagt, na, hier das Erlöskonto für die Produkte ist aber 4400 oder 4401, so nach dem Standardkontenrahmen 04, könnte man das hier absprechen oder du überlegst dir selbst eine Systematik. Und was auch möglich ist, ist die Kostenstelle. Also wenn du an unterschiedlichen Projekten arbeitest und Kosten hast und Einnahmen hast und du wissen möchtest, nicht wie dein ganzes Unternehmen funktioniert, sondern einzelne Projekte, dann kannst du Kostenstellen vergeben und dann deine Rechnung und natürlich auch die Ausgaben bestimmten Kostenstellen zuordnen. Und dann hast du auch eine Kostenstellenauswertung. Das heißt, du siehst auch, wie deine einzelnen Projekte laufen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Lösung und du kannst noch einstellen, wie bezahlt werden soll. Das meiste in meinem Fall ist immer eine ganz normale Überweisung, also SEPA-Überweisung. Und ganz, ganz wichtig, gerade im Zusammenhang mit E-Rechnung, wenn du eine X-Rechnung ausstellen möchtest, dann brauchst du eine Leitweg-ID. Eine Leitweg-ID hilft dir dafür, quasi bei deinem Kunden den richtigen Adressaten schon zu finden. Das heißt, diese Leitweg-ID musst du von deinem Kunden bekommen. Ich persönlich empfehle dir, in den allermeisten Fällen keine X-Rechnung auszustellen, außer dein Kunde erfordert das. Also Bundesbehörden beispielsweise oder die Deutsche Bank, die haben schon gesagt, sie wollen nur X-Rechnungen annehmen. Wenn dein Kunde dir aber die Wahl lässt, würde ich dir immer empfehlen, nutze das Zugpferd-Format und aus einem ganz einfachen Grund, den schauen wir uns gleich einmal an. Und wenn du eine Zugpferd-Rechnung schreibst, dann kannst du das Ganze hier einfach leer lassen. Und das war's eigentlich schon. Das heißt, wir haben jetzt hier zügig einmal eine Rechnung erstellt an Text Digital für meine Digitalisierungsberatung im Oktober 2024 und jetzt kann ich das Ganze mir einmal anschauen. Ich kann das einfach speichern oder ich kann es hier direkt aus Safdesk heraus
übermitteln. Im nächsten Schritt bekommen wir eine Vorschau auf die Rechnung. Also so sieht jetzt die Rechnung aus, die wir erstellt haben. Und hier auf der rechten Seite kann ich es erstens noch ein bisschen hübscher machen, also natürlich ein Logo hinzufügen. Ich kann Layout auswählen. Wenn mir das so nicht gefällt, dann kann ich hier nochmal was anderes auswählen. Ich mag es persönlich schlicht am liebsten, deswegen nehme ich das schlichte Layout und dann kann ich hier noch weitere Einstellungen auswählen. Zum Beispiel, wenn ich diese Rechnung auf Briefpapier drucken möchte, wichtig, drucken geht in Zukunft bei Rechnungen nicht mehr. Ich kann QR-Code ergänzen, ich kann eine Kundennummer einblenden, Kontaktpersonen, die Umsatzsteuer pro Position ausweisen, Artikelnummer und so weiter. All das Ganze ist für mich jetzt erstmal nicht so relevant. Spannend wird das Ganze hier oben und zwar, wie kann ich diese E-Rechnung jetzt übermitteln? Und zwar kann ich sie natürlich einfach herunterladen und dann per E-Mail versenden. Und ich habe ja schon gesagt, wir haben zwei unterschiedliche Formate. Und zwar einmal die Zugpferddatei. Eine Zugpferddatei ist eine kombinierte Datei aus einem PDF und einer XML-Datei. Und das bekomme ich, wenn ich hier einfach auf Herunterladen klicke. Und zwar steht hier, die PDF-Rechnung wird um einen maschinenlesbaren Teil erweitert. Das heißt, dann ist es nicht einfach nur eine PDF-Rechnung, sondern eine Zugpferdrechnung, also ein PDF und XML kombiniert. Schauen wir uns gleich an. Du könntest jetzt aber auch nur die XML-Datei herunterladen und das wäre dann die X-Rechnung. Das heißt, auch das könntest du versenden, wenn du beispielsweise deine Rechnung an eine Bundesbehörde schickst oder die Deutsche Bahn oder wer auch immer reine X-Rechnungen möchte. Du kannst das Ganze aber auch direkt hier einfach aus Safdesk heraus per E-Mail übermitteln. Das ist ehrlicherweise das Bequemste und das wäre auch das, was ich in Zukunft dir empfehlen würde. Du kannst deine Rechnung aber tatsächlich auch noch bis 2027 oder 28 per Post verschicken, wenn du es denn machen möchtest und das Geld fürs Porto ausgeben möchtest. Du kannst ja zumindest den Gang zum Briefkasten sparen, weil du hier einfach tatsächlich mit einem Klick für 1,10 Euro diese Rechnung als Brief verschicken kannst. Und vielleicht kleiner Hinweis, du kannst auch für immer Rechnungen als Papierdokument verschicken, wenn dein Kunde ein Endkunde ist, also B2C-Umsätze, oder aber wenn deine Rechnung, also dein Rechnungsbetrag unter 250 Euro ist. Dann ist es eine Kleinbetragsrechnung und dann greift die E-Rechnungspflicht nicht. Meine persönliche Empfehlung ist allerdings, nimm die Zugpferdrechnung und verschicke die per E-Mail, weil die Zugpferdrechnung kann man ganz normal wie ein PDF öffnen und das machen wir einfach mal. Wir klicken hier einfach mal auf Herunterladen und laden die Zugpferdrechnung herunter. Jetzt sagt er mir hier noch einmal, die Rechnung wird beim Herunterladen festgeschrieben. Festgeschrieben bedeutet, die ist unveränderbar. Das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe, dass diese Archivierung zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist. Und wenn du ein Safdesk-Account hast, kümmert sich Safdesk um den ganzen Kram. Die Rechnung liegt jetzt also in meinem Ordner für Rechnungen. Das heißt hier einfach RE 1033, das ist die Rechnung, die wir gerade gestellt haben, .pdf. Und jetzt stellt sich die Frage, woher weiß ich denn, dass das eine E-Rechnung ist und nicht einfach nur ein normales PDF? Und dafür öffnen wir diese Datei einfach einmal. Und zwar sehen wir dann hier natürlich auch eine einfache PDF. Was macht dieses PDF jetzt zu einer E-Rechnung? Dafür schauen wir uns mal den Anhang an. Und zwar den Anhang in dieser PDF-Datei. Und da sehen wir, da ist tatsächlich in diesem PDF ein XML-Format integriert und dieses XML-Format heißt Zugpferd Invoice. Und auch darauf klicken wir einmal und es öffnet sich die XML-Datei. Das heißt, so sieht die Rechnung auch aus. So ein bisschen wie Computercode. Und in diesem Code sind tatsächlich alle Informationen enthalten. Das heißt, wir sehen, wenn wir hier mal ein bisschen schauen, zum Beispiel Melchior Neumann, hier sehen wir meine E-Mail-Adresse und so weiter. Das heißt, alle Informationen, die in dem PDF-Dokument sichtbar sind, sind auch in der XML-Datei gespeichert. Und das führt dann dazu, dass Buchhaltungsprogramme auf Seiten des Kunden nicht mehr raten oder optisch auslesen müssen, was auf dieser Rechnung steht, sondern die Informationen einfach direkt aus der XML-Datei herausholen können. Und das, so ist zumindest die Annahme und die Hoffnung, beschleunigt den Buchhaltungsprozess in Zukunft ganz erheblich. Zusammengefasst kann man also sagen, die E-Rechnungspflicht ist mit Safdesk überhaupt gar kein Problem. Wenn du nur so gelegentlich alle paar Wochen mal eine Rechnung schreibst, dann nimmst du einfach den kostenlosen E-Rechnungsgenerator. Aber sobald du tatsächlich mehr Rechnungen hast und auch Umsatzsteuermeldungen abgeben musst und so weiter, empfehle ich dir einfach ein Safdesk-Account. Mit diesem Safdesk-Account musst du eigentlich nur einen Schalter umlegen und kannst dann X-Rechnungen und Zugpferd-Rechnungen erstellen und natürlich auch eingehende X-Rechnungen und Zugpferdrechnungen ohne Probleme verarbeiten. Wenn du dir jetzt denkst, Mensch, das Tool sah doch ganz schön aus, klick den ersten Link in der Videobeschreibung oder direkt einfach hier. Und jetzt könntest du direkt im Anschluss einmal den Kanal abonnieren oder ein weiteres Video anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.